Stand heute am Mittwoch, den 9. Dezember, ist, dass wir eine Inzidenz von gut 233 haben. Wir haben eine rückläufige Tendenz, aber wir sind immer noch viel zu hoch. Und vor allem, wenn jetzt in den weiteren Tagen und Wochen der Abfall der Werte auch nur so langsam vonstatten gehen würden, wären wir erst Ende März bei einer Inzidenz von unter 50. Die wohl wichtigste Änderung ist, dass wir untertags eine Ausgangsbeschränkung haben. Das bedeutet, dass man nur mit triftigem Grund das Haus verlassen darf, zum Beispiel wenn man zur Arbeit muss oder zum Arzt. Und in der Nacht von 21 bis 5 Uhr haben wir sogar eine Ausgangssperre. Das bedeutet, dass man wirklich zu Hause bleiben muss. Und alle weiteren Maßnahmen und Einschränkungen sind unter augsburg.de aufgelistet. Die Infektionszahlen in Augsburg sind nach wie vor viel zu hoch. Und das sind ja nicht nur Menschen, die zwar infiziert sind, aber keine Symptome haben, sondern immer mehr Menschen brauchen auch die Hilfe in unseren Krankenhäusern. Und wir merken gerade am Universitätsklinikum, dass sowohl die Intensivstation als auch die Normalstation für Covid-Patienten vollläuft, dass die entsprechenden Behandlungskapazitäten immer enger werden und wir darüber hinaus ja auch weitere Personen medizinisch versorgen müssen, die medizinische Hilfe auch brauchen, beispielsweise Schlaganfall- oder Herzinfarktpatienten. Und darum geht es. Wir müssen mit den Zahlen runter, damit wir unser Gesundheitssystem entlasten.